Let's go. Oh! Jetzt geht's hier aber auch mal langsam und sicher in die komplett unbeleuchteten Feldwege rein. Das Schlimme sind irgendwie nicht die Autos, die hier übelst nach einem vorbeipreschen, sondern sind die Scheißhunde, die einen hier attackieren, die Wachhunde. Moin oder was? Der Trieb geht weiter. Steve und ich sind hier gerade 4 Stunden von, wo sind wir nochmal her? La Spezia. Von La Spezia zum Gardasee gefahren. Erstes Mal für mich am Gardasee. Nur noch 2 Stunden Zeit, bevor ich den Bus zum Flughafen nehmen muss. Aber wir machen noch irgendwie das Beste hier raus, glaube ich. Deshalb müssen wir jetzt mal einen Spot suchen. Sieht doch gescheit aus. Bisschen plätschern nicht nass. Stefan schon auf dem Zaun drüber. Und da unten ist auch schon unsere Gruppe. Die ganzen anderen, die schon vorgefahren waren. Jetzt aber mal first things first hier. Ritato L'Accesso. Hier soll man rein für Spaß, halt klar. Oh. Sind wir im Spaßbereich. Hat schon Sinn, warum hier die Leute alle der Nase lang hinfahren. Also, schon schön, ey. Oh, ein paar von der Gruppe sind schon am Start dran. Hier vorne ist normaler Spot. Da oben sieht man aber schon, ist so eine, wie heißt das nochmal? Construction. So ein Gerüst ist da oben drauf. Da wollen wir mal gucken, ob wir da jetzt trotzdem irgendwie springen können. Das wäre natürlich Weltklasse, weil ich jetzt hier an meinem letzten Tag auch gerne noch 1-2 Sprünge machen wollen würde. Boah, geil, Mann. Oh, das ging schnell. Geil, Junge. Ich habe mir hier gerade so ein Floaty von Robert draufgeschnallt und ich hoffe sehr, dass das Ding schwimmt. Ich werfe da trotzdem mal so zu dir, dass du das auch quasi fangen kannst. Ja. Das schwimmt, glaube ich. Geil. Tutto bene. Tutto bene. Geil. Jetzt aber hier mal eine Etage höher. Floaty hat übrigens gehalten, finde ich geil. Weil auf der Speicherkarte hier gerade drin ist, ist noch ungespeichertes Material der letzten 3 Tage. Also, wenn ihr nichts von den ganzen Videos hier seht, dann wisst ihr warum jetzt. Aber mein Deck liegt immer noch weg. Oh. Ja, okay. Wir dachten, hier ist entspannt, aber irgendwie war der Sprung dann doch ganz schön lang von Bene. Auf ungewissen Höhen müssen wir Safety First machen und dementsprechend Plauze voran rein. 3, 2, 1, send it! Let's go! Boah, ey! Impact hier im kalten Nass. Aue. Orchester im Ohr. Tinnitus. Heißt das auf Italienisch. Was machen wir jetzt Schönes, Thomas? Boah, wir rennen jetzt richtig schnell, dann springen wir richtig weit und dann Kopf voraus ins kühle Nass. Oh yes, und zwar hier schön über das Gap. Mit Panorama. Schaut euch das an, von hier bis darüber, bestimmt 2-3 Meter ins Wasser rein, oder? Das hat sie auch so gesagt, lass mal eben machen. Deswegen habe ich im Kopf richtig weit, aber es ist schon weit. Es ist schon ein Stück, es ist schon ein Stück. Danke fürs gemeinsame Business. Gerne. Allein hätte ich keinen Bock gehabt, ey. Voll kalt, Mann. Übel kalt. Boah, ey. Boah. Oh, ja. Also, wir haben das einmal auf den Kopf drauf. Dann, nach dem 10. Mal oder so beginnt es an zu spritzen. Da muss man einen Schluck nehmen, draufhauen, weitergehen. Und bei dem, wo es aufhört zu spritzen, muss das Bier exen. Verstanden? Okay.
Also einfach das Ding kaputt hauen und rein. Genau. So sieht's aus. Na gut, dann noch rein. 3, 2, 1. Oh. 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 Ja, na ja, ich spritz. Oh, wann? Wann muss man? Jetzt. Schluck nehmen und. Ja! Ja! Ich komm, Bene. Gibt eine Disziplin, in der du Weltklasse bist. Runter damit! Genau, das nämlich! Alter! Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Was ein geiles Spiel, aber. Ui. Oh, Alter! Und so und jo. Und das ist schon wieder höher als gedacht gewesen. Let's go! Dennis! Yes, sir! Jawohl, Junge! Geil, Mann! Geil! Ja! Sehr, Alter! Wenn man drin ist, geht's, ne? Jo! Ich habe die anderen gerade verlassen, stehe jetzt hier an der Bushaltestation und muss den Bus von Malcesine ganz in den Süden vom Gardasee nehmen und von da dann nochmal das letzte Abenteuer hier in Italien dann noch durchleben, aber erstmal dahin kommen. Angekommen in Bricetta oder wie auch immer das Ding heißt. Kurz was zu essen finden, ein paar Espresso reinschrauben und dann geht die Mission los, ey. Durch die Nacht durch. Sieht eigentlich gut aus. Pizza und Eis nebeneinander. Rein. Auch noch eine Pizza. Reinschieben ist die Devise. Die Devise heißt reinlöffeln. Und zu guter Letzt wegsaufen. Oh, ihr habt es gerade gesehen, gut gestärkt geht es jetzt hier eine kleine Nachtwanderung. 20 Kilometer bis zum Verona Flughafen. Laut Google Maps soll ich 4 Stunden 30 brauchen. Ach, davon gehe ich nicht aus. Ich denke mal, ich bin ein bisschen schneller. Es sei denn, ich finde irgendwie eine Parkbank und schlafe darauf ein und wache nicht pünktlich wieder auf. Das wäre nämlich scheiße, weil um 6.30 Uhr geht mein Flieger. Bis dahin sollte ich da sein. Grund dahinter ist, ich wusste den ganzen Trip über schon nicht, wie ich das mit der Nacht heute lösen soll. Hole ich mir ein viel zu teures Hotel irgendwie am Flughafen oder stehe ich viel zu früh irgendwie auf, um irgendeinen scheiß Bus dahin zu nehmen, den ich im Endgang wahrscheinlich auch noch verpassen würde, habe mich dazu entschieden, komm, irgendwie in die Nacht durchmachen. Aber wie will ich mir die Zeit da verschlagen? Hatte ich auch keinen Plan. Ja, und dachte mir, komm, Beine in der Hand und einfach mal lossteppen. Und genau das mache ich jetzt. Und bin gespannt, was ich hier irgendwie so in den italienischen Finsternis alles so entdecke noch. Sag euch, wie ist das? Das ist irgendwie schon ein wildes Vorhaben. Hier sind gefühlt keine Bürgersteige. Ich laufe einfach die ganze Zeit im Gegenverkehr rum, so ich den Autos auch noch irgendwie ausweichen kann. Gerade schon gesehen, dass ich über übelst viele einsame Feldwege muss und alles in Gegenden, wo ich noch nie war. Kein Plan, was das ist. Ich habe jetzt einfach mal auf ein bisschen Vorsichtigkeitsmodus meine ganzen wichtigen Karten und so was alles in andere Taschen als mein Portemonnaie gepackt. Und jetzt hier aber mal so eine kleine Mutprobe dann auch, der Walker macht. 4,5 Stunden Adrenalin. Das ist auch eine neue Spitze. Zeit dann auch. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein geiles Feeling, wenn man in so einer Ecke ist, wo so ein bisschen Lichter und sowas sind. Und wir haben es 22 Uhr. Hier ist man wenigstens so ein bisschen sicher. Hier gab es legit fast noch keinen einzigen Bürgersteig. Das ist wirklich richtige Scheiße. Aber so ist natürlich geil. So, jetzt geht es hier aber auch mal langsam und sicher in die komplett unbeleuchteten Feldwege rein. Das sieht man ja hier auch schon. Jetzt also wirklich mal 2 Eier in der Hand nehmen und am besten noch ein drittes gebären. Eine Phobie würde ich jetzt nicht nennen, aber angenehm ist sie definitiv auch nicht. Das Schlimme sind irgendwie nicht die Autos, die hier übelst nach einem vorbeipreschen,
Dann sind die scheiß Hunde, die einen hier attackieren, die Wachhunde. Ich war gerade, bin ich an so einem offenen Bauernhof entlang gelaufen. Der war zum Glück relativ weit weg und da hat ein Hund übelst angefangen zu kläffen. Und der Bauernhof war halt offen, hat mich gerannt, weil der Hund, der kam immer näher. War zum Glück ziemlich weit weg, aber das Geräusch kam immer näher. Ich bin übelst gerannt, Alter, für 200-300 Meter oder sowas. Dann war alles gut. Aber es ist wirklich an einer Tour, kommen hier die Hunde an die Tore und so. Selbst wenn sie hinter Toren sind, dann ist das schon unchillig. Ich bin jetzt hier gerade wieder in einem Ort und hoffe einfach, dass hier kurz jetzt mal keine Hunde auch mehr sind. Das ist wirklich eine unglaublich unchillige Mission, die ich mir hier irgendwie ausgedacht habe. Da höre ich wieder rein. Mein Gott. Ding ist, ich habe ein bisschen Angst vor Hunden auch. Junge, Junge, Junge. Das fühlt sich echt gerade an wie in so einem Videospiel. So ein Endlevel. Spiel durchgespielt. Mucke. Fröhliche. Alter, das ist geil hier. Alter, das Feuer, das ist ja gerade wirklich das Geilste von der Welt hier, die Mucke und Leute. You have beer or wine? Beer. Some, yeah? Beer? Yeah. One beer? One beer, please. Okay. Are you waiting for the bus? No, I'm walking to the airport. The airport? Whoa. Yeah. Verona. Ja, das war aber mal Wahnsinn jetzt. Habe ich da mit den 4-5 Drillern noch ein bisschen hier gequatscht und alles. Das Bierchen reingeschraubt, das war doch mal gute Laune. Und jetzt aber mal weiter in die Dunkelheit. Ich weiß nicht, inwiefern man das gerade gesehen hat, aber hier sind überall so einzelne Bauernhöfe und so. Und ich habe so geisteskrank Paranoia vor diesen Hunden mittlerweile. Ich weiß nämlich, sehe nicht, ob das alles umzäunt ist oder nicht. Und fast überall sind die Hunde am Kläffen. Mittlerweile ist auch schon der neue Tag und heute geht der Flieger. Das Bier, was ich übrigens gerade gekauft habe, das hat 4 Euro gekostet. Also astronomischer Bierpreis, auch hier in Italien. Und das war ein Otterkringer. Wenn mich nicht alles irrt, ist ein Otterkringer, ein 16er Blech, gleich das billigste Bier aus Wien. Ich guck nach. Otterkringer 16. Das ist ein 16er Blech. Dafür 4 Euro, das ist geisteskrank für ein Ding da. Ein Plastikbecher. Hälfte geschafft. Ich habe eine geisteskranke Entdeckung heute gemacht. Guckt euch mal diese riesige, tote, überfahrene Schlange an. Ist wirklich krank. Die hört überhaupt nicht auf. Ist geisteskrank. Ja, das ist nur 40. Der Humor wird langsam eine Stufe drüber. Weiter Schritte machen. Noch eine Schlange. Ja, jetzt bin ich glasklar wieder in einem Ort. Und der Abschnitt vom Bier bis hier war nice, weil war wenig um mich herum, was irgendwas hat die Sicht eingeschränkt hat. Der Vollmond hat Licht gegeben, kein einziger Hund, aber geil. Jetzt bin ich, glaube ich, der Ort ist ein bisschen größer, habe ich gerade geguckt. War irgendwie hier auch was mit Skifahren oder sowas in der Richtung. Ja, jetzt muss ich hier durch den ganzen Ort, der ist relativ groß, dann glaube ich nochmal einen Feldabschnitt und dann sollte ich es auch schon geschafft haben. Kaselle oder was? Also der muss sein. Hier gibt es einen Ort, der Kaselle heißt. Kaselle. Das ist einfach nur geil. Letzter Feldabschnitt. Dunkelheit. Und dann bin ich in Kaselle. Und das ist auch der Flughafen dann. Also dass hier ein Ort Kaselle heißt, das hat mich wirklich wieder munter gemacht. Das müsste ich mir eigentlich tätowieren lassen, den Ortsnamen. Das ist wirklich Weltklasse, Kaselle. Ja. Ich bin glaube ich jetzt gleich da. Ich bin so fertig. Ich würde übelst gerne noch pennen. Deswegen gönne ich mir jetzt, glaube ich, das Hotel. Einfach, weil ich kann. Arschlecken, Kaselle. Ich bin in Kaselle. Dementsprechend wird gehandelt. Flughafen finden, hinsetzen, legen, pennen. Alter, ich bin so fertig, ne, ehrlich. Ich bin gerade beim Gehen so ein bisschen schon fast eingepennt und was. Gucken jetzt hier. Flieger geht in 4 Stunden. Da ist das Ding, Männers. Und Weibleins. Gleich geschafft. 2:28 Uhr, Alter. Ich bin so fertig, das ist krank.
Da hätte ich nicht gedacht, dass mir 20 Kilometer so zusetzen. Aber wahrscheinlich ist es einfach, den ganzen Tag schon unterwegs bin. Drei übelst anstrengende Tage, eine Knochen ab. Ja, und das einfach alles hier ein Wahnsinn aus. Jetzt muss das Ding dann hoffentlich nur noch auf sein, dass ich mich im Flughafen reinchillen kann. Weil hier waren schon tausende Orte, wo ich mich einfach hätte hinlegen können. Ist mir auch gerade vor allem so weit von scheißegal, wo ich mich hinlege. Aber ich habe zu viel Schiss, dass ich dann verpenne. Und im Flughafen ist das Ganze, glaube ich, eine ganze Nummer safer. Dass ich dann nicht verschlafe, sondern auch einfach nur so halb wach ein Wegschlaf. Oh, hier ist. Wohin fliege ich nochmal? Ah, nach Monaco. Da, München. 6.30 Uhr. Zu Hause angekommen. Super geiler Trip, super geile Challenge zum Schluss. Bin froh, dass ich mich überwunden habe und da einfach schön durchgelaufen bin. Ihr wisst, wie das ist. Wenn euch das Ding gefallen hat, Like, Kommentar, abonnieren, halt was dazugehört. Damit auch mal Feierabend anfangen um 8 Uhr morgens.